Jo, was geht ab? Markus hier von Scrapbook und ich bin heute zu Gast beim Gordon bei Filmmaker Marketing. Wie in der Gruppe schon angekündigt, haben wir heute das Interview mit eben einem Marketing-Experten für Fotografen und Filmemacher. Und stell dich doch einfach gerne mal vor und was du so machst. Ja, danke für das Intro, für die Einleitung. Mein Name ist Gordon, ich bin der Gründer von Filmmaker Marketing und ja, wie der Markus schon gesagt hat, ich helfe speziell der Zielgruppe Filmemachern, Fotografen, Kreativen, aber vorrangig auch ja wirklich allen Leuten, die mit Kameras arbeiten, Filmemacher, Fotografen dabei, sich effektiver zu vermarkten. Da haben wir einen Prozess über 6 Phasen, wo wir den Leuten dabei helfen, bessere Kunden zu finden, ihre Wunschkunden zu finden, sich auch effektiver zu vermarkten und dann am Ende ja darüber auch ihre Auftragslage zu steuern über ja auch Werbung und gewisse andere noch Techniken, die wir da haben. Wie bist du dazu gekommen? Also wie ist dein Background? Wo kommst du her? Ui, das könnte jetzt wieder eine längere Geschichte werden. Ne? Das ist, ich versuche es mal kurz zu fassen. Also ganz ursprünglich habe ich Produktdesign studiert und habe dann angefangen, Produkte zu designen, eine Agentur, viel für BMW gearbeitet. Habe dann angefangen, mein eigenes Ding zu machen, mich selbstständig zu machen. Habe erstmal Merchandise verkauft, also selbst designte Klamotten, T-Shirts und Merchandise auch für Künstler. Und danach angefangen, als Freelancer zu arbeiten. Ganz normal, hatte so diesen klassischen Bauchladen früher. Also ich habe im Grunde früher genau das gemacht, was ich den Leuten heute empfehle, nicht zu machen. Und zwar habe ich alles angeboten. Also ich habe Grafikdesign, Videoproduktion, Animation, Webdesign, Corporate Design und auch noch Produktdesign. Also den ganzen Bauchladen angeboten. Und daraus habe ich halt gelernt, wie man es dann auch nicht machen sollte. Man sollte sich positionieren. Das ist auch ein Teil des Coachings bei uns. Und dann irgendwann bin ich in diese Marketing, Online-Marketing-Schiene reingekommen, weil ich irgendwann gemerkt habe, so ich arbeite mich einfach tot. So, ich habe halt echt viel zu tun gehabt. Ich hatte viele Kunden, lief auch alles super, aber ich habe gemerkt, irgendwie arbeite ich zu viel. So, das muss irgendwie auch alles ein bisschen effektiver gehen. Ich mache auch irgendwie zu viel, was ich eigentlich gar nicht machen will. Wieder dieses Thema Positionierung. Habe dann überlegt, wie kann ich mich denn jetzt für einen Bereich, der mich am meisten interessiert, und da war es halt eben Filme machen, da habe ich gemerkt, dass mich das am meisten interessiert. Wie kann ich denn jetzt speziell diesen Bereich am besten vermarkten? Bin dann in dieses Online-Marketing reingekommen und habe dann angefangen, das mal zu testen. Habe dann angefangen, Kurse zu verkaufen, als Affiliate, andere Software zu empfehlen und habe dann eigentlich ganz viele Sachen vermarktet und war eigentlich total in diesem Marketing-Thema drin. Ja. Dass ich einfach auch gemerkt habe, okay, eigentlich merke ich gerade so, dieses Marketing-Thema interessiert mich fast noch mehr als dann die Dienstleistung, das Film an sich. Und ja, irgendwie ging das dann auch ein paar Jahre und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, irgendwie habe ich so 2 Herzen, die schlagen. Einmal so dieses Kreative, einmal so das Filme machen, einmal ja dieses Kreative und einmal das Thema Marketing. Ja. Und dann kam irgendwie so die Idee, beides miteinander zu kombinieren und ja, den Kreativen halt zu zeigen, wie sie sich besser vermarkten, und daraus ist das Ganze entstanden. Ja, okay. Ich hoffe, das war kurz genug, weil da kann man immer stundenlang erzählen. Ja, auf jeden Fall spannend, wie du von BMW zu Coaching für Kreative gekommen bist. Find ich sehr cool. Und was denkst du, ist so, weil du hast ja auch Positionierung gesagt, wie schafft man es dann, diese eine Sache zu finden? Weil das ist ja wirklich, glaube ich, auch ein Problem von vielen. So, man will so breit sich aufstellen, aber eigentlich ist das falsch. Wann merkt man, dass man ja sich nicht richtig positioniert hat? Ja, das ist auch ein breites Thema, über das man viel sprechen kann. Ich glaube halt, also beziehungsweise diese Angst, sich zu positionieren, oder dieses, ich biete jetzt erstmal alles an, zum Beispiel bei, ist das erstmal egal, ich nehme mal Beispiel Filmemacher zum Beispiel, ich mache Hochzeitsfilme, ich mache Musikvideos, ich mache Imagefilme, ich mache Eventvideos. Dieses, dass man möglichst viel anbietet, kommt ja eigentlich daher, dass man als Selbstständiger am Anfang erstmal froh ist, dass man möglichst was zu tun hat, weil man ja davon leben muss.
Und man denkt dann halt, wenn ich jetzt nur Hochzeiten mache und da kommt jemand und will ein Imagefilm, dann habe ich diesen potenziellen Kunden ja nicht. Mhm. Und deshalb sollte ich möglichst alles anbieten. Das Problem ist nur, dass man irgendwann an so eine Grenze stößt und irgendwann zum Beispiel auch bei seinen Tagessätzen halt irgendwo auch nicht mehr sich weiterentwickeln kann, höher werden kann, wenn man irgendwie alles anbietet. Das ist so das erste Problem. Das zweite ist, dass wenn man mal anfängt, sich jetzt richtig zu vermarkten, auch zum Beispiel auf Social Media oder auch Werbung zu schalten, dann hat man ja keine einheitliche Werbebotschaft, die man in den Markt bringen kann, ja, wenn man alle anbietet. Weil man kann ja nicht sagen, hey, kennst du das? Du bist Unternehmer und hättest gern einen Imagefilm, damit die Kunden wissen, was du machst und was du besser kannst als die Konkurrenz. Oder heiratest du vielleicht zufällig oder brauchst du vielleicht ein Musikvideo? Das kann man ja nicht machen. Deswegen, wenn man positioniert ist, hat man den Vorteil, dass man eine gezielte Botschaft in einer bestimmten Zielgruppe damit ansprechen kann. Ja, das ist zum Thema Positionierung. Ja, da habe ich direkt noch eine Folgefrage, weil dann ist es ja auch oft so, dass man auf Webseiten kommt. Ich glaube, Webseiten, hat es so gesagt, ist auch ein Thema, das ihr in eurem 6-Phasen-Programm eben macht. Ist das ein Ding? Genau. Da ist es ja auch oft so, dass man dann da hinkommt und gar nicht, der Kunde kommt ja wegen irgendeiner bestimmten Sache dahin und dann findet er viel zu viele verschiedene Sachen. Wie kann man das irgendwie, was würdest du da empfehlen, was man machen kann auf seiner Webseite, um irgendwie klar zu sagen, das ist man, auch wenn man vielleicht zwei Sachen hat, die man noch nebenbei macht, oder sollte man das irgendwie gar nicht mehr erwähnen? Also wie spitz muss man da sein, sozusagen? Also, ja, da stecken so ein paar mehrere Fragen und mehrere Antworten drin, weil es kommt darauf an, wie man sich positioniert. Also wenn man sich jetzt zielgruppenseitig positioniert, so wie ich jetzt zum Beispiel eine sehr starke Zielgruppenpositionierung, dann würde ich natürlich nur diese Zielgruppe ansprechen. Also wenn ich jetzt ein emotionales Thema habe wie Hochzeiten, dann sieht eine Webseite anders aus, als wenn ich jetzt Imagefilme oder Business-Fotos, Porträts anbiete. Dann hat das Ganze einen anderen Stil. Und die Zielgruppe, die ich damit ansprechen will, die muss natürlich sich bei diesem Stil zu Hause fühlen. Mhm. Ja. Das muss ja irgendwie passen. Und man kann zum Beispiel sagen, wenn man mehrere Sachen machen möchte unbedingt, würde ich das trennen voneinander. Mhm. Verschiedene Webseiten, verschiedene Marken, verschiedene Brandings. Eins für Hochzeiten, eins für Business zum Beispiel. Ja. Ich würde es einfach nicht mischen. Und zum Thema Webseite und Portfolio oder Portfolio-Seiten oder bei Filmemachern auch das Thema Showreel. Also grundsätzlich ist es so eine klassische Portfolio-Seite, wo man im Grunde alles zeigt, was man gemacht hat. Ne? Das Video habe ich gemacht, die Fotos habe ich gemacht. Das sind immer Seiten, wo ich sage, die funktionieren super, wenn man schon im Gespräch ist. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, du bist Fotograf oder Filmmacher, ich brauche gerade ein Video oder ich brauche gerade Fotos und ich habe deinen Kontakt von jemandem, der dich empfohlen hat, dann bist du schon im Gespräch. Mhm. Dann geht es einfach nur noch darum, kannst du mal zeigen, was du so gemacht hast. Mhm. Aber so eine Portfolio-Seite funktioniert nicht gut, wenn man jetzt wirklich Marketing betreibt und jemanden von vorne abholen will, der einen vielleicht noch gar nicht kennt. Der vielleicht auch noch gar nicht weiß, dass er Bilder braucht. Oder ein Imagefilm zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die könnten super einen Imagefilm gebrauchen, weil die ganz viele Webseitenbesucher haben. Aber von diesen Webseitenbesuchern hat keiner ein kompaktes Video, um zu erfahren, was macht das Unternehmen denn jetzt einzigartig. Mhm. Das heißt, es gibt viele Unternehmen, die könnten das gebrauchen. Die haben auch dieses Problembewusstsein und wissen, irgendwie sind viele Leute auf meiner Seite, aber die werden irgendwie nicht überzeugt und fragen bei uns an. Aber die haben nicht das Lösungsbewusstsein. Die wissen nicht, dass das eine Lösung wäre, ein Imagefilm zu beauftragen. Mhm. Und wenn du so eine Seite hast, wo du einfach ganz viele Videos zeigst und da jemanden drauf schickst, dann sprichst du auf der Lösungsbewusstseinsebene, aber nicht auf der Problembewusstseinsebene. Ja. Der sagt dann ja, okay, schön, coole Videos, aber warum bin ich jetzt gerade auf dieser Seite? Wenn du sie aber vorher abholst mit dem Problem, dann kannst du sie dafür sensibilisieren, dass sie vielleicht eine Lösung brauchen. Also da gibt es so ganz viele verschiedene Aspekte, die da mitspielen. Genauso auch bei Fotografen. Ne? Wie kannst du professioneller als Unternehmen auftreten mit zum Beispiel besseren Mitarbeiterfotos? Und, ja. Ne, also das sind viele Aspekte, die da so mitspielen bei dem Thema Webseite. Mhm. Also was ich auch gelernt habe, ist, das ist ja auch das, was du sagst, wenn wir jetzt schon die Bilder zeigen, das ist ja schon so das
ja nicht Ergebnis, aber der Kunde, der erwartet ja ein bestimmtes Ergebnis oder der will davon irgendwas haben. Und das ist ja das, was man am Ende irgendwie auf seiner Webseite kommunizieren muss. Genau wie du sagst, mit bessere Mitarbeiterfotos, dann ist die Webseite professioneller oder als ja, Fotograf will ich irgendwie meinen Kunden ja das erleben oder das zur Verfügung stellen, dass sie sich immer wieder zurück in den Moment versetzen können. Also dieses genau, also dass man das irgendwie kommuniziert. Und was ist jetzt so der Step, wenn man das geschafft hat, Positionierung, Webseite, wie geht es dann weiter bei euch? Also bei uns speziell ist das ja der, also Positionierung ist ja der erste Teil. Die Webseite kommt erst im vierten Bereich. Also nach der Positionierung kommt erstmal die Analyse der Zielgruppe. Okay. Weil man natürlich jetzt, wenn man sich jetzt klar ist, wie positioniere ich mich und welche Zielgruppe spreche ich dementsprechend an, ja, muss man natürlich jetzt möglichst so mit der Zielgruppe sprechen, dass sie sich abgeholt fühlt. Mhm. Und um das zu machen, sollte man die Zielgruppe möglichst gut kennen. Da haben wir so verschiedene Methoden. Umfragen ist zum Beispiel ein gutes Mittel. Also einfach mal seine Zielgruppe mit Fragestellungen, mit einer Umfrage besser kennenlernen, mhm, und zu wissen, wo sind die gerade, was Probleme haben die, worüber denken die tagtäglich nach. Wenn man Leute auf so einer Ebene kennenlernt und auch genau damit anspricht, dann hat man natürlich eine super Möglichkeit, auch zu denen durchzudringen und dafür zu sorgen, dass die jetzt auch erstmal aufmerksam zuhören. Ja, ja. Also das ist so der nächste Schritt, dann wirklich die Zielgruppe kennenzulernen und dann auch das Angebot auszuarbeiten, dass es auch wirklich einen größeren Wert für den Kunden hat. Ja, ja, das macht klar absolut Sinn. Also weil man weiß ja dann auch, wenn man die Zielgruppe kennt, was muss auf meiner Webseite stehen. Ne, das kommt ja dann später. Okay, ich kenne meine Zielgruppe, ich habe mich vorher erstmal positioniert. Was wäre so dann das Nächste, bevor ich mich endlich an meine Webseite machen darf? Also dann geht es bei uns ins Thema Angebot. Das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären. Wir haben da so ein eigenes System, den sogenannten Prozessplan. Und am leichtesten, finde ich, kann man es mit einer Metapher erklären. Ich sage immer, also ich habe immer das Metapher vom Bauarbeiter zum Architekten, nenne ich es. Und zwar bei einem Gebäude, was entworfen wird, gibt es den Architekten, der das ganze Gebäude geplant hat. Aus seinen Ideen entsteht quasi dieses Gebäude und der ist auch der, der an so einem Gebäude oder an so einem Projekt so mit auch am meisten verdient, mhm, und das Ganze realisiert. Und dann gibt es den, der das Ganze baut. Das ist der die Wände verputzt, der die Rohre verlegt. Mhm. Ich nenne jetzt einfach mal Bauarbeiter, ist ja quasi, der auf dem Bau dann arbeitet. Und der ist halt sehr ersetzbar. Also wenn der einen Tag krank ist, kriegt man relativ schnell wieder einen neuen. Mhm. Ja. Und was ich bei vielen Kreativen feststelle, ist, dass sie sich als Bauarbeiter vermarkten. Also viele vermarkten die Fähigkeit, ein Video zu produzieren oder die Fähigkeit, ja, ein Foto zu machen. So, wenn man sich aber so vermarktet, dann wirst du viele haben, die sagen, ja gut, aber mein Schwager hat auch eine Kamera oder mein iPhone hat 4K, ich kann auch Fotos machen. Das heißt, heutzutage, ja, ist es keine große Kunst mehr, ein Video oder ein Foto zu machen. Natürlich variiert die Qualität, das ist mir auch klar, mhm, aber der Kunde am Ende sieht nicht unbedingt diesen Unterschied. Ja. Und deshalb ist man aus meiner Sicht nicht schlau, das reine Erstellen eines Videos zu vermarkten. So, ich bin jemand, der kann Videos produzieren. Ist für mich nicht ein gutes Argument, Verkaufsargument für die Vermarktung. Mhm. Und da gehen wir rein, wirklich einen höheren Wert zu schaffen, indem wir sagen, es geht nicht um das Video. Das Video ist nur Mittel zum Zweck. Es geht um das, was das Video am Ende bringt. Ja. Also da sensibilisieren wir die Leute in diesem, mhm, Prozess, erstellen einen Prozessplan. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Und dann kommen wir tatsächlich zum Thema Webseite. Also, ja, wenn wir diese drei Bereiche abgearbeitet haben, das nennen wir immer das Fundament. Mhm. Das ist jetzt, sage ich erstmal, noch konzeptioneller Art. Da gibt es jetzt noch kein Gesicht für. Mhm. Und das kommt dann halt bei Modul 4 auf der Webseite, das Branding, Design und auch ein Werbevideo, was dann genau diese drei Dinge widerspiegelt, dass die Zielgruppe dann darauf aufmerksam wird, sagt, mhm, klingt interessant, die Website holt mich ab und jetzt will ich auch wirklich anfragen. Ja. Ja, cool. Genau, das ist das, was ich auch meinte mit dem das Ergebnis. Man verkauft ja mehr das oder vermarktet das Ergebnis und nicht, wie man das macht. Also das, so, keinen interessiert ja, was habe ich für eine ISO-Einstellung oder, ja, was benutze ich für eine Blende oder sonst irgendwas. Ja, cool. Dann sind wir ja bei Schritt 4. Weiter geht's mit 5. Also, mhm, kannst du da auch noch irgendwie was nochmal zu sagen?
Ja, 5 ist dann im Grunde Traffic, ist so der Überbegriff. Also bedeutet jetzt, wenn wir diese Seite haben, also wir haben das Fundament, Positionierung, Zielgruppe, Angebot, das alles haben wir jetzt auf einer Seite manifestiert und haben Werbevideo, was das auch mit in Anführungszeichen verkauft. Mhm. Und jetzt wollen wir möglichst viele Leute aus unserer Zielgruppe, ob es jetzt irgendwie Paare sind, die heiraten oder Unternehmer, die Porträts, Fotos brauchen oder einen Imagefilm, mhm, diese Zielgruppe wollen wir jetzt auf unsere Seite bekommen. Und da haben wir verschiedene Techniken für verschiedene Netzwerke. Das ist auch dann wieder in sich sehr komplex, weil jedes Netzwerk funktioniert anders. Jedes Netzwerk hat eine andere Strategie. Es gibt Strategien über Werbeanzeigen. Wir nutzen da Facebook, Instagram, LinkedIn. Das sind so die Hauptkanäle, auf die unsere Strategien basieren. Ja. Und beim Traffic geht es jetzt im Grunde darum, wirklich die richtigen Leute auf unsere Seite zu bekommen. Mhm. Das ist auch immer, in jeder, der schon mal Werbung geschaltet hat, weiß, Targeting ist das, was am meisten Einfluss darauf hat, funktioniert das Ganze, weil wenn du die falschen Leute auf der Seite hast, dann hast du Geld bezahlt, zum Beispiel bei Werbung, aber hast dann keine Kunden oder Anfragen, weil es eben nicht die richtigen Leute waren. Mhm. Ja, also jetzt habe ich eine tolle Webseite, ich spreche die Kunden genau an, ich habe genug Traffic, also oder Webseitenbesucher. Was kommt dann? Also da muss ich die ja auch irgendwie dazu bringen, mich zu buchen oder mich anzufragen oder mit denen ins Gespräch zu kommen. Was ist so da dein, was funktioniert da so am besten? Oder was denkst du, was muss man da unbedingt auf seiner Webseite dann wahrscheinlich haben? Oder wie macht ihr das? Also das Buchen, das funktioniert ganz normal wie auch früher in einem 1:1 Gespräch. Also das ist dann ganz normales Verkaufen im Grunde das Thema. Aber für dieses Gespräch muss man ja dann über den Traffic die Leute auf die Seite bekommen. Und die Seite sollte möglichst ja so aufgebaut sein, dass möglichst viele Leute aus der Zielgruppe sich auch abgeholt fühlen. Mhm. Und es muss auch so ein bisschen sein wie bei so einer Netflix-Serie mit so einem Cliffhanger, dass die sagen, ah, okay, jetzt finde ich das so spannend, jetzt will ich aber auch noch ein bisschen mehr erfahren. Jetzt möchte ich da mal wirklich anfragen, wie der mir jetzt konkret helfen kann. Und darüber haben wir dann die Anfragen und dann sprechen wir ganz normal mit den Leuten. Führen mit denen ein Beratungsgespräch, gucken, ob das alles passt für beide Seiten. Und dann, ja, das ist dann im 6. Modul das Thema Verkaufen. Also da gibt es natürlich klassischerweise ganz viele Themen, die wichtig sind. Struktur von Verkaufsgespräch, Einwandbehandlung, Beschwerde, Einwand, Vorwand, diese ganzen Sachen. Aber auch viele Mindset-Sachen, weil das Mindset hat einen sehr großen Einfluss darauf, ob ich gut verkaufen kann oder schlecht verkaufen kann, was für eine Einstellung ich dazu habe. Das sind Themen, die wir da behandeln, damit die Leute nicht am Ende sagen, jetzt habe ich halt viele Anfragen, alles super, aber es wird keiner zum Kunden. Ja, ja. Und das ist halt auch eine große Baustelle, glaube ich, gerade bei vielen Kreativen, was ich auch immer wieder von den Leuten höre, ist dieses Thema Preise durchsetzen. Ich kann meine Preise nicht durchsetzen, der Kunde sagt immer, es ist zu teuer, ich gehe dann immer mit dem Preis runter oder die Leute können sich dann auch einfach nicht entscheiden oder melden sich irgendwann nicht mehr. Also das Thema Verkaufen ist, glaube ich, nochmal wirklich so ein Riesenfaktor, ein Riesenproblem bei den Leuten. Auf jeden Fall. Deshalb darf das auch bei unserem Prozess nicht fehlen. Ist dann halt nochmal sehr wichtig am Ende. Mhm. Okay, und beim Verkaufen, du hast schon so gesagt, Einwandbehandlung, das ist auch was ich schon mal gehört habe. Also eben auch dieses, es ist zu teuer, ist ja auch oft gar nicht so der wirkliche Grund. Ja. Also das ist ja manchmal auch sowas, was man einfach so mal sagt als Kunde, so, ja, das ist mir aber viel zu teuer. Kannst du uns da kurz mal so sagen, wie man darauf reagieren kann, wenn man eben sowas, weil das bekommen, glaube ich, sehr viele zu hören. Wie kann man darauf am besten so reagieren? Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also natürlich gibt es auf der einen Seite Leute, die haben wirklich kein Budget und für die ist das wirklich zu teuer. Mhm. Ja gut, dann geht's. Dann kannst du halt auch nichts machen. Ja. Aber oft ist das Thema Preis einfach ein Ausweg. Das ist der leichteste Ausweg zu sagen, ich habe eigentlich kein Interesse oder ich glaube nicht, dass das Produkt oder die Dienstleistung oder die Fotos oder was auch immer mir hilft am Ende als Kunde. Und weil ich das demjenigen aber nicht sagen möchte, sage ich, ja, ich weiß nicht, ob wir es leisten können, na, ist zu teuer. So, ja. Und mit ein bisschen Gespür kann man das halt herausfinden. Ist das wirklich der wahre Grund oder ist es nur ein Vorwand? Mhm. Ist es eigentlich was anderes, was ihn gerade abhält? Und wenn man diese Vorwände so aufnimmt, oder der klassische Vorwand ist ja, also es ist zu teuer, ist gar nicht so, dass der Killer bei den meisten Gesprächen. Ja. Das ist eigentlich nicht so wirklich. Also okay. Wenn man die falschen Kunden hat, dann schon. Aber
Oft ist der Killer, dass die Leute sagen, okay, klingt super, wir denken nochmal drüber nach und melden uns. Ah, ja, okay. Das ist eigentlich der eigentliche Killer. Ja. So, du bist so komplett im, du weißt gar nicht, was los ist, du weißt gar nicht, wie stehen deine Chancen. Mhm. Wenn man da Übungen in Einwandbehandlung hat und die ganzen Techniken kennt, dann hört man das raus und weiß, ob es wirklich so ist, beziehungsweise es ist ja eigentlich kein, es kann ja kein Einwand zu sagen, ich muss drüber nachdenken. Das heißt, drüber nachdenken bedeutet ja eigentlich immer, ich muss über eine Sache nachdenken, die mich gerade unsicher macht und die muss ich für mich klären, um die Entscheidung zu treffen, das zu machen. Das heißt, diese eine Sache gibt's ja immer, weil sonst müsste man ja nicht nachdenken. Mhm. Es muss eine Sache geben, sonst kann man sich entscheiden. Deswegen ist das der größte Killer eigentlich. Also dieses ist zu teuer. Mhm. Wirklich dann, wenn der Kunde vielleicht wirklich einfach wirklich das passende Budget nicht hat, ja, oder er den Ausweg sucht, oder was auch ein sehr häufiger Fall ist, man einfach nicht gut verkauft hat, weil man muss sich das auch immer so vorstellen, man hat wie so eine Waage, Preis und Leistung, und wenn der Kunde sagt, es ist zu teuer, dann meint er eigentlich, wenn hier das Geld ist und hier ist die Leistung, dann wiegt das Geld mehr als die Leistung. Das ist nicht, ja, in der Waage, das meint er eigentlich. Also er sagt ja auch nicht, ich habe dieses Geld nicht und könnte es nicht investieren, sondern er sagt ja, es ist zu teuer. Das bedeutet ja, es ist zu teuer für das, was ich dafür bekomme. Ja. Und da kann man ja zurückschließen, dass man vielleicht dann möglicherweise zu sehr sein Foto oder sein Video verkauft hat und nicht das, was dahinter kommt. Also das, was wir ja am Anfang hatten, das Thema. Ja. 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 Das ist dann daraus oft auch so ein Resultat. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Also im Grunde muss man Detektiv sein und das rausfinden, was, ja, was eigentlich der richtige... Ist auch eine Übungssache auf jeden Fall. Genau, einfach danach zu haken und dran zu bleiben und zu gucken, okay, was ist jetzt wirklich das, was den Kunden zurückhält. Ich habe noch drei Fragen mitgebracht. Okay. Wenn du magst, dann sage ich dir mal kurz. Also wir haben hier einmal, dazu auch schon ein bisschen gesagt, wie bekomme ich Kunden, die zu mir passen und mit denen ich gerne zusammenarbeite, so den klassischen Traumkunden, wie finde ich den am besten, wie mache ich das? Aber das Einfachste ist, sich zu positionieren. Ja. Also ich hab einfach gesagt, ich habe ja vorher Online-Marketing, Weiterbildung, Videokurse für die Online-Marketing-Szene gemacht, für die ganzen Online-Marketer und Unternehmer, und habe dann irgendwann gemerkt, mir fehlt so dieses Kreative oder auch dieses kreative Denken oder jemand, der dann das, was ich demjenigen beibringe, auch in einer kreativen Website, in einem kreativen Werbevideo umsetzen kann. Ja. Und habe dann gesagt, am liebsten würde ich eigentlich für Filmemacher arbeiten. Also habe ich mich halt auch, ich sag mal so, komplett gebrandet in dem Bereich Filmmaker Marketing. Das Logo ist auch angelehnt an einen Kamerahersteller, der sehr teure Kameras herstellt. Also ich habe quasi alle mein komplettes Marketing auf diese Zielgruppe ausgerichtet, vom Design, vom Branding und auch vom Namen im Grunde. Und ja, das ist eigentlich das Beste. Also wenn du für eine ganz bestimmte Zielgruppe arbeiten möchtest und die anderen Kunden, die du bisher vielleicht hattest, für die nicht mehr arbeiten möchtest, dann solltest du dich auch einfach, man sagt immer committen, so im Englischen, dann sollte man sich auch auf diese Zielgruppe committen und dann einfach sein Marketing auf diese Zielgruppe ausrichten, und dann wird man auch genau diese Zielgruppe erreichen und darüber auch Anfragen und daraus resultierenden Kunden gewinnen. Das ist so der einfachste Weg. Also das ist auch so der, meiner Meinung nach, einfachste, einzige Weg, wirklich genau die Kunden zu bekommen, die man haben möchte, indem man sich einfach auf sie positioniert. Okay. Ja. Perfekt. Und dann habe ich noch eine Frage. Preise auf die Webseite, ja oder nein? Ich sage immer nein. Okay. Nein. Ja, okay. Nein, warum? Weil die Leute oft keine Relation zu dem haben, was sie bekommen für den Preis. Also man muss ja auch manchmal begründen, warum etwas so viel kostet, wie es kostet. Und gerade wenn du halt jetzt nicht nur das Video oder das Foto verkaufst, sondern das, was dahinter steckt, dann verbaust du dir einfach die Chance, dass die Leute nach dem Preis gucken und sagen, ah, okay, Preis, ich habe einen anderen Fotografen oder einen anderen Filmemacher, der hat einen günstigeren Preis. Und man will ja auch eigentlich gar nicht nach den Preisen beurteilt werden. Also als Kreativer will man ja auch nicht, dass jemand einen jetzt bucht, weil man der günstigste im Dorf ist. Ja. Und du willst ja eigentlich, dass jemand dich nimmt, weil du dich auf eine bestimmte Sache positioniert hast, du in deinem Bereich gut bist und dass die Leute dich deshalb buchen und nicht wegen irgendwelchen Preisen. Und man verbaut sich einfach viele Chancen, wenn man die Preise auf der Seite hat. Unter anderem natürlich auch, dass die Leute ja dann gar nicht mehr den Bedarf vielleicht haben, mit dir zu sprechen. Also ich sag mal, in so einem 1-zu-1-Gespräch kann man immer noch besser verkaufen als in einem
Gespräch, wo man gar nicht anwesend ist. Ja, ja. Also deswegen am besten die Leute irgendwie abholen, ne, ihnen zeigen, dass man ihr Problem lösen kann oder ihren Wunsch lösen, erfüllen kann. Also zum Beispiel schöne Erinnerungen von der Hochzeit. Mhm. Und dann darüber das Interesse wecken, sich bei dir zu melden. Und dann kannst du individuell mit den Leuten über Preise sprechen. Mhm. Da habe ich eine Sache mal gehört, dass man irgendwie auch sagen kann, okay, die Preise fangen ab, sag ich mal, 1.000 Euro an oder so. Ist sowas, was du, was sagst du dazu, wie findest du das? Würde ich auf jeden Fall eher machen als komplette Preise, dass man halt sagt, ab da fängt es an. Mhm. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man filtern möchte. Also wenn man jetzt wirklich in so einem Hochpreissegment unterwegs ist, dann würde ich es aber auch nicht auf die Webseite bringen, sondern würde ich in einem Anfrageformular zum Beispiel, wie viel hat eure Hochzeit gekostet, und da irgendwo anfangen, ab einer bestimmten Größe. Ah, okay. Dass du so Bullet Point, so Multiple Choice hast, ab 50.000 Hochzeit kann man anklicken, danach kommt 100.000, 150, 200.000. Mhm. Ja. Wenn jetzt im High-Segment Bereich Hochzeiten filmen willst, und dann können die, die eine günstigere Hochzeit haben, das eben nicht anklicken. Können sie zwar trotzdem, aber sie fühlen sich dann halt nicht angesprochen. Damit kann man filtern auch. Ja. Aber grundsätzlich würde ich das erstmal nicht auf eine Webseite bringen. Aber besser auf jeden Fall als komplette Pakete mit die Webseite zu schreiben. Okay. So, und dann noch eine andere Frage. Wie wichtig findest du Social Media für Fotografen? Weil oft bekommt man ja auch so, wenn es jetzt um Online-Marketing oder sowas geht, gesagt, ja, du brauchst ganz viele Follower, du musst hier überall aktiv sein, du musst jeden Tag auf Instagram ein Bild posten und keine Ahnung, was alles machen. Wie siehst du das? Weil das kam ja auch gar nicht in eurem Prozess vor. Ist das so, braucht man das nicht? Oder? Das ist ein lustiges Thema. Also wir arbeiten ja so gesehen schon mit Social-Media-Marketing-Kanälen, also Facebook, LinkedIn, Instagram. Aber dieses klassische Social-Media, so wie du es beschrieben hast, ist halt ein Marathon, der nicht einen direkten Ertrag bringt. Mhm. Gerade wenn du frisch anfängst, dann ist es so, dass du ja erstmal in erster Linie Follower sammelst. Als Fotograf vor allen Dingen auch nicht unbedingt Kunden-Follower, sondern Follower von, also andere Fotografen folgen dir dann, die logischerweise nicht deine Kunden werden, weil die ja selber fotografieren können. Ja, ja. Und du sammelst erstmal Follower, und Follower sind keine Kunden. Und bei unseren Strategien geht es halt wirklich darum, Kunden gezielt anzusprechen. Also du bekommst natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel Facebook-Werbung schaltest oder Instagram-Werbung, geht es ja darum, Anfragen zu generieren von potenziellen Kunden, aber du wirst auch sichtbar und dadurch bekommst du natürlich auch Likes und sowas, aber das ist nicht so entscheidend. Also du brauchst keine Seite mit vielen Likes und so, um erfolgreich im Internet Kunden zu gewinnen. Das brauchst du nicht. Das ist ein netter Nebeneffekt. Das ist auch sicherlich ganz gut, wenn ein Kunde sich dann deine Sachen anguckt, dass da jetzt nicht zwei Follower sind, sondern ein paar mehr, dass der ein Gefühl dafür bekommt, okay, da steckt was Gutes dahinter. Und natürlich, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen können. Also ich habe ja auch Instagram-Kanal, YouTube-Kanal. Ich betreibe das auch wirklich tatsächlich sehr hobbymäßig. Also ich habe da keinen festen Redaktionsplan, dass ich jetzt jeden Tag eine Insta-Story mache oder einen Beitrag oder YouTube-Videos. Jetzt das Video hier ist, glaube ich, das erste Mal wieder seit 2 Monaten. Also ich betreibe das halt auch nicht so aktiv. Ich mache das, weil es mir Spaß macht, aber nicht in erster Linie, weil ich sage, ey, Social Media, damit gewinne ich jetzt super neue Kunden. Da gibt es halt viel effektivere Kanäle. Ich sehe es eher so als eine Möglichkeit, mich dann kennenzulernen. Mhm. Also, dass die Fotografen, die zum Beispiel über andere Wege die Reichweite bekommen und bekannt werden und dann vielleicht Kunden bekommen, dass die sich nochmal informieren können und nochmal angucken können, was macht er denn sonst so. Ja. Aber dieses an Social Media ranzugehen unter dem Aspekt, ich fange jetzt an mit YouTube, ich fange jetzt an mit Instagram, weil ich dadurch jetzt mega viele Kunden gewinne, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, weil dann fehlt einem, glaube ich, auch die Ausdauer, weil du nicht schnell Erfolge sehen wirst. Das dauert halt wirklich, sowas aufzubauen. Und deshalb würde ich es halt nur machen, parallel zu anderen Methoden, die deutlich schneller einen voranbringen. Mhm. Und wenn man auch wirklich Spaß daran hat, dass man Spaß hat, Content zu erstellen. Okay. Genau, das ist so meine Einstellung zu dem Thema. Ja, ja, genau. Also Likes bezahlen ja keine Rechnungen. Und mega spannend auf jeden Fall. Also
Ich habe auf jeden Fall schon mal viel mitgenommen hier noch. Und wie können die Leute dich jetzt finden, wenn die dich, wenn die mal wissen wollen, wie das im Detail funktioniert? Kannst du dazu noch kurz was sagen? Also wir sind tatsächlich auch auf Social Media, wie schon erwähnt. Also ja, Instagram Filmmaker Marketing, YouTube Filmmaker Marketing, ansonsten unsere Webseite www.filmmaker-marketing.com. Mhm. Da kann man auch einfach sich eintragen, dann kann man auch mit mir sprechen. Also wir haben auch immer ein paar Plätze für so ein Gratis-Coaching pro Monat. Mhm. Aber auch so, also ihr könnt mich einfach anschreiben, wenn ihr da Fragen habt. Einfach in Kontakt treten und ansonsten findet ihr sehr viel auf YouTube, Instagram. Ja, cool. Ja. Das sind so die Kanäle. Ja, ja, also wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Das Video, ihr könnt auch einfach all eure Fragen noch unter dem Video mal schreiben oder direkt an Gordon, wie es am besten funktioniert. Ja, und ich würde sagen, danke erstmal für deinen Input. Danke, dass ich hier sein durfte und gibt bestimmt noch ein nächstes Mal. Ja, gerne. Danke auch, dass ich in deinem YouTube-Video sein durfte und für das Interview. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, machst du die Verabschiedung oder? Verabschiedung. Macht's gut, Leute. Nein, also ich weiß nicht, Fragen habe ich jetzt keine mehr. Wir haben auch, denke ich, schon lang genug geredet. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier schon dran sind. Aber ansonsten einfach schreiben, ihr wisst, wo ihr uns findet. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.